Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Fallout 4 und wir spielen weiter. Ich habe kurz gegessen noch, kurz, was? Mehr Energie habe ich. Oh, wir sind schon da. Ich höre die überhaupt nicht, sage ich. Also mein Audio überhaupt nicht auf maximal oder was? Ich habe Audio. LOL! Wieso ist das nicht auf maximal? Na, Musik, das muss nicht unbedingt auf maximal sein. Schritte, am besten wie immer auf maximal. Also passt. Zurück. Nochmal Controller. Passt. Jetzt speichere. Wir werden alle sterben, oder? Nein! Ich werde euch beschützen! Wow! Guten Tag! Ja, gleich verreck ich. Ist mir ja schon klar. Speichern Sie kurz. Ich will nicht nochmal den Weg nochmal gehen. Guten Tag. Oh, jemand ist oben. Achso, ganz oben. Okay. Weit nach unten. Ajo! Ist die andere auch da? Hallo? Hat er ja Schild? Das war ja der mehr. Ah, er ist schon da. Er teleportiert sich. Ja, die Charakter können sich teleportieren, das weiß ich. Wieso soll ich schießen? Juhu! Wert. Also. Okay, gib mir. Und jetzt? Ich weiß gemacht. Hey, Opa, komm her. Rex, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Warum warst du da? Was wolltest du da oben? Ich wollte diesen Supermutanten menschliche Kultur näher bringen, sie zivilisieren. Ich dachte, wenn sie die Größe von Shakespeare erleben, würden sie sich ändern. Und wer könnte ihnen die Augen für die Wunder dieses Barden besser öffnen als Rex Goodman, der beste Schauspieler der Gegenwart? Wie auch immer, ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Okay, das haben wir schon erledigt.
Und was ist da mit dir? Hey, Strong. Gehen finden Milch der Menschenliebe mit Strong. Warum mich finden? Wieso willst du diese Milch der Menschenliebe finden? Milch, sein Geheimnis von Menschen. Macbeth sagen, Milch machen Menschen stark. Stärker als Supermutanten. Strong finden Milch. Trinken Milch machen Supermutanten stärker als Menschen. Taufen? Versprechen halten? Jetzt nicht. Ja, ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Mensch helfen Strong finden Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Okay, gut, ich hab den neuen Bäckerreiter. Der Strong. Ja toll, eigentlich wollte ich keinen Supermutanten. Die hier chillen noch immer oben. Da gehen wir mal wieder nach unten. Ich glaube, die gehen gleich nach unten immer wieder. Kann man das nicht? Okay. Der wird übertrieben geil. Hallo? Ja, da ist noch. Nach oben. Du bist nichts gewesen. Du Oppi. Kann mir abknicken, weil die sind noch oben. Ja, ein bisschen noch höher muss ich gehen. Ja, versuchen wir. Heute kein Kampf. Doch, heute wird der Gleichkampf. Oh, was? Okay. Okay, nochmal wäre er ein bisschen riskant und das gleiche Leben, aber machen wir das. Guck mal ein bisschen. So, komm, komm her, komm her! Au! Mann! Pisskopf! Komm her! Ich will dich dort sehen. Ja, toll. Gute Idee. Mich proben mit Granate. Ja, lol. Kannst du machen, wenn ich bin unten? Hä? Der schießt mich noch nicht ab. Ja, die ist auch gut, aber ja, nicht so gut, wie ich wollte. Das macht mehr Schaden. Die oder die andere? Komm, mach mir die. Die mache ich viel Schaden. Nochmal. Hallo, ich bin da. Alla. Jawohl, 33. Endlich, der eine ist tot. Komm her, komm her! Da hab ich jemanden gesehen. Hallöle! Und dein Papi! Und ich lebe noch! Und nur ein Schalt!
Also diese zwei wollte ich unbedingt killen. Da haben wir schon. Gibt noch jemand? Wer will sterben? Hallo. Hallo. Ah, da ist. Nein. Egal. Lass ich euch. In Ruhe. Gehen wir. Weg, die interessiert mich sowieso nicht mehr. So muss ich hier runter jetzt gehen. So, hoppla, runter. Ja, Swang, du bist echt geil. Stark und muskulär. Muskulös. Was zum Teufel war das? Moment mal. Also wir schauen. Ah ja, war ich schon. Das ist schon der gute. Oben? Nee. Hier. Ah ja, hier. Also. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Schon, wo bist du? Der ist oben. Und du bist tot! Ich sag, yay, kann ich endlich spielen! So, was haben wir noch da? Nix. Gut. Oh, Muni. Noch was? Was ist das? Holz und Shop. Nice. Nee, nein, danke. Hi Strong, bist du ein bisschen spät, hast Party verpasst. So, jetzt. Also, theoretisch haben wir überall, da waren wir. Inventar ist okay noch. Ja, das lasse ich. Gehen wir zu dieser Pirates. Pirates. I Pirates. Wo ist der? Hallo? Schiff. Ah, da ist Schiff. Genau. Gehen wir dahin. Mit unserer super geilen Mutanten. Ja. Eigentlich, vielleicht muss ich lauter machen. Ja. Mal sehen, was ist. Warte, auf dieses Schiff. Ich hab zuerst wie das ladet, oh ja. Aber machen wir jetzt übertrieben viel Schaden, finde ich. Gut. Wo ist der? Nach oben irgendwie. Oder ich glaube, muss ich hier rein. Hä? Noch gut nach oben. Ah ja, da. Hab ich hier? Ja! Lol. So. Bis oben. Hä? Nee, ich kann hier nichts nehmen. Sondern werde ich sofort Beschuss. Ja, toll. Die machen ja überall sich breit. Unidentifizierter Eindringling. Eindringling. Erster Mann, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Er bitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt. Was?
Mich umbringen? Ganz, ganz ruhig. Hey, hey, ganz ruhig. Kann bitte nicht nachkommen. Zurück! Das ist ein Befehl! Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal! Aye, Captain. Weiche zurück. Okay. Ha! Noch Glück gehabt. Ich hab gedacht, der will nur beschossen. Ich hatte kein Problem, ich werde mit dem sowieso fertig. Roboter. Ein Bruder töten viele Gegner. Was zur Geier? Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig. Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Was? Danke. Danke, dass du ihn zurückgepfiffen hast. Der Scan zeigt, dass sie noch alle nötigen Gliedmaßen haben. Also alles bestens. Ich bin Captain Ironsides, Kommandant der USS Constitution. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Wie? Passiert? Mitspielen? Schiff? Aufgabe? Ihr solltet das Schiff verlassen. Schiff nicht brauchen, nur Kanonen nehmen. Es liegt nicht in meiner Natur, mich zurückzuziehen, Sir. Nur weil der Gegner in der Überzahl ist. Ich werde hier ausharren. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, im Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichtse als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Okay. Ich helfe. Komm. Sag mir einfach, was du brauchst. Guter Mann. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Beeilt euch, Leute. Plünderer im Anmarsch. Soldat, an die Kanonen. Feuer, Kanone, Kanone. Meist reicht ein paar Warnschüsse, um dieses Lokkontakt zu verteilen. An die Geschütze. Zeigen wir Ihnen. Whoa, whoa, whoa. Next up, dude. Thing well. I don't. So. So macht man das. Hallo. Willst du mich verarschen? Ah, da ist es. Wo ist der nächste? Da ist einer. Ah, Scheiße. Scheiße. Ah, fuck! So nah! Jetzt. Du hast nicht getroffen. Hella. Aber ich hab Captain besiegt wahrscheinlich. Alter. Upsi. Mit schwerer Platine erkläre ich mich zum Sieger. Okay, habe ich ein bisschen anders gemacht. Wahrscheinlich sollte ich erstmal bestanden kämpfen. Nein, ich habe erstmal gekämpft und dann. Wo ist der? Unten? Hey, wie? Wo ist der? Ah, hier. Ihre Anwesenheit ist für
Danke. Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain. Du hast Pepe. Du heißt Pepe. Du hast wirklich Elan. Vielen Dank für das Kompliment. Aber nun zur Mission des Tages. Unsere letzte Marineexpedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf. Sobald diese Sache erledigt ist, bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Okay. Bootsmann. Es ist eine Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu dienen. Nicht tun. Neue Stromkabel installieren. Im PC. Juhu! Noch eine. Sie hat es gefährlich ausgesehen, aber ja, passt schon. Yay! Ich bin zum Botmann. Wo ist Botmann? Ja. Wo ist der Boden? Da. Geh mir. Schon erledigt. Hey, Bootsmann. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Juhu! Glückwunsch! Hurra! Aber jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Kann ich nicht reparieren? Kannst du nichts alleine reparieren? Ihre Kritik trifft ins Schwarze, Sir. Ich fürchte, auf der Schlachterrechnung stehen viele Mr. Handys. Ich flehe Sie an, uns ein weiteres Mal zu helfen. Netzrelaispulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See. Okay. Ich habe 6. Ich hasse es. Manu. Wieso ist so schief? Oh meine Güte. Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Sir! Hurra! Okay. Gern geschehen, Bootsmann. Sie sind zu freundlich. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch. Sprechen Sie mit ihm, falls okay, Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl. Der ist wahrscheinlich unten. Ja. Hatte ich ja recht. Noch unten, noch unten. Mann, wo ist der? Ich will nach unten. Ah ja, da ist er.
So. Muss da rausgehen, gell? Irgendwo. Alter. So, mal sehen. War mir klar, der ist nach unten. Hallo? Wo ist der Eingang oder Ausgang? Ah, springen runter. Ah, der ist da. Okay, gut, sehe ich ihn. Ey, warte. Soldat, Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflicht. Warum Warum haben die Plünderer angegriffen? Plünderer haben Schiff 17 mal angegriffen. 13% der Schiffssysteme zerstört. 5% des Laderaums zerstört. Logikfehler. Befehle des Captains autorisieren Eliminierung von Plünderern ausschließlich zur Erhaltung des Schiffs. Gut. Deine Roboter leisten gute Arbeit bei der Verteidigung des Schiffs. Proklamation 1. Verteidigen Sie die Constitution mit allen Mitteln. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Ich helfe. Ich kann helfen. Wo ist er? Von menschlichen Plünderern entwendet. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Sir. Okay. Entschuldigung. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den scheiß Robotern her. Nichts zu dir. Hilfe. Klingt so, als wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Kann passieren. Ach, danke. Viele dieser Arschlöcher waren schon kurz vorm Durchdrehen. Deine Ankunft hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Nicht antworten. Ignoriere Mission. Ist das denn Witz? Er wusste, dass ich ein Armee-Veteran bin. Also hat er mich an Bord gelassen. Armee? Ist das nicht so ein alte Welt-Unsinn? Wie auch immer. Du hast es also von innen gesehen, hm? Die Beute, die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Eine Vermögen wert? Alles ist wegen der Gier. Nur du das sagst. Das Zeug ist sicher ein Vermögen wert. Wenn wir diesen Coup landen, ist die Gosse für uns Geschichte. Für immer. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Ironsides sagt, du hättest deinen Lenkchip gestohlen. Er will ihn zurück. Sein Lenkchip? Richtig. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Raketen? Raketen? Warum baut er Raketen? Das weiß keiner. Vielleicht für eine Bombe. Vielleicht, um sich auf den Mond zu schießen. Wen interessiert's? Er ist unbezahlbar. Darauf kommt es an. Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit ihm. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Der Typ hat ein Ticket an Bord, also halt Maul! Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören! Jetzt haben wir ein Problem. Sollen wir dem Plünderer helfen?
Ignorieren Sie? Eine Belohnung? Ich sehe hier nicht, weil es so gesund ist. Ich glaube schon. Wieso nicht? Muss man nachdenken. Was springt für mich raus? Was will dir die Blechdose denn bezahlen? Ein paar bescheuerte Dublonen? Schließ dich uns an und du schwimmst den Kronkorken. Also. Ich bin schon in den Kronkorken. Die Roboter des. Komm, helf mir den Roboter. Nein, ich halte zu Ironsides. Menschen, Menschen helfen sollen, nicht Roboter. Leck mich, Arschloch. Du hast Glück, dass wir dich nicht erschießen. Okay. Ja, eigentlich. Hey, Mandy. Ziemlich dumm, die Chance deines Lebens auszuschlagen, du Verlierer. Mandy. Ziemlich dumm, die Chance deines Lebens auszuschlagen, Verlierer. Ja? Hi, du Schwuller. Zahltag sollte besser bald kommen. Warte, sechs, hm? Hey, warte, ich mache kurz zurück. Ja, machen wir so. Machen wir zurück und fragen wir den anderen. Ja, komm, helfen wir den Menschen. Weil ich glaube, die sagen Wahrheit, weil die Roboter finde ich schon komisch. So ist der. Menschen sollen Menschen helfen, nicht umgekehrt. Ja, das stimmt auch. Na komm, mal sehen. Hallo, wo ist der? Ja, so. Hä? Mich verlaufen? Scanner. Ja. Hä? Blöd oder was? Ah, ja, stimmt. Ich bin blöd. Doch, hier. Da ist er. Alter, willst du mich verarschen? Oh, der ist nach oben gegangen. Ahoi, Soldat. Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach. So, Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.